Dann hinauf. Da 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 bam bam. Ja. So. Und dann war's doch hier durch. Ja, genau. Nicht teuer! Nur Vorsicht vor dem Aufschlagfeuer! Und? Also wir haben sehr viele Kerzen, ja, aber es ist noch nicht für Weihnachten dekoriert. Miep, 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 miep. Revelio. Sehr Aufschluch, ja genau, aufschlussreiche Worte von mir. Jetzt bevor wir hier rausgehen, machen wir uns doch mal auf den Weg hier zu den einzelnen Stationen in Hogwarts selbst. So, so, dann hier hinten. Was haben Sie jetzt vor? Keine Ahnung. Irgendwie eine Samantha Dale mit ihrem Bruder William helfen. Aber der Dale, der Name kommt mir bekannt vor. Es war nicht die mit dem Besenflug, oder? Das war doch jemand anders. Aber Samantha Dale kommt mir wirklich bekannt vor vom Hörensagen. Genau dich brauche ich. Divas! Okay, ich mag mich erinnern vom Duell, ja. Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William, von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mungo. Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung, wie genau wurde er verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Wurde er wohl gerammelt, ne? Also Rüben statt Füße? Zu komisch. Ich meine, wie furchtbar. Einfach schrecklich. Ihr findet das vielleicht alle komisch, aber die Sache ist wirklich ernst. Naja, es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld. Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht, sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Pff, als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und puff, hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Ehrlich gesagt hat er das ja auch verdient. Eigentlich gebe ich dir recht, aber er ist mein Bruder. Ich bin sicher, so hatte er sich das nicht vorgestellt. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bist einem Drachen entkommen. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du ein fähiger Zauberer bist. Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und?
Hilfst du uns? Nur das Problem, ich hab doch nicht das Wappen. Warum wurde Marmadukes Grab verflucht? Der Fluch geht auf einen Bruderzwist zwischen Graynham Dale und seinem jüngeren Bruder Marmaduke zurück. Marmaduke war ein gefeierter Kräuterkundler. Graynham missgönnte ihm seinen Erfolg. Geschwisterrivalität? Klingt, als würde es in der Familie liegen. Ich würde meinen Bruder nie absichtlich verfluchen, wie Graynham es getan hat. Als ihre Mutter starb, erhielt Marmaduke das wertvolle Familienwappen. Graynham fand, dass es eigentlich ihm als Ältestem zugestanden hätte. Als Marmaduke Jahre später starb, stahl Graynham es und verfluchte das Grab, damit niemand aus der Dale-Familie seiner gedenken konnte. Ist es wirklich sicher? Meine Füße sollen sich nicht in Rüben verwandeln. Oh, der Fluch betrifft nur Marmadukes Nachfahren. Das hat mein Bruder doch wohl mehr als bewiesen. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Wir sind nicht verwandt. Der Fluch kann dir nichts anhaben. Ja gut, das muss nichts heißen. Ich weiß ja nicht, wie weit in die Vergangenheit so ein Fluch zurückblickt. Vielleicht bin ich ja doch mit dir verwandt, nur habe ich nicht den Namen von dir. Also... Warum ist dein Ahne eigentlich so bekannt? Er hat die Eigenschaften verschiedener magischer Kräuter entdeckt und zahlreiche Pflanzenarten beschrieben. Die Welt der Zauberei verdankt ihm viel. Seine Arbeit hat nicht nur die Kräuterkunde, sondern auch die Trankbrauerei beeinflusst. Okay. Ich kann das Wappen zu Marmadukes Sarkophag bringen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde, und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Brockborough. Danke für deine Hilfe. Meine Familie steht in deiner Schuld. Brockborough sagt mir sogar was. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal dort waren oder nur... Ich muss die Gruft bei Brockborough finden und Samanthas Familienwappen auf den Sarkophag legen. Ganz genau. Oder ob ich es nur mal auf der Karte gesehen habe. Eins von beiden. Dann, was haben wir da? Akio-Duell. Jo. Können wir sehr, sehr gerne machen. Verwandlung ist präzise. Warte. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Verwandlung. Das leere Porträt. Keine Ahnung mehr, um ehrlich zu sein. Oder meinen Sie aber nicht das mit den Muttern? Solange ich Schlaf kriege. Das wäre ja zwar leer, aber. Naja. So. Pinch Smedleys werden dich nun für immer als treuen Verbündeten und Freund betrachten. Hallo, Grace. Was machst du hier? Schön, dich zu sehen. Danke nochmal für deine Hilfe am See. Ich bin ziemlich gut im Akio-Duell und warte auf meinen nächsten Gegner. Ich nehme an, das bist du. Okay. Sieht so aus. Fangen wir an. Ich bin bereit. Mal sehen, was in dir steckt. Ja, ich hoffe nur das Beste. Akio. Das hast du nicht gesehen. Akio. Ein bemerkenswerter Treffer. Akio. Soll mir das irgendwas sagen? Beeindruckend.
200 Punkte. Also, wenn ich jetzt den noch schaffe... Akio! Hoho! Geschafft! 300 Punkte! Offenbar bin ich besiegt. Oh, 300 Punkte für Slytherin! Gut gemacht! Tauchen, Akio-Duelle, es gibt wohl nichts, das du nicht kannst. Stimmt. Aber du hast gut gespielt, Grace. Ja, ich war recht gut, nicht wahr? Nur eine Schülerin hat mich je geschlagen. Sie ist sehr gut, aber wenn du so spielst wie gegen mich, hast du vielleicht eine Chance. Tja. Würde ich sehr gern. Aber nice mit der Herausforderung der Rampen. Und wahrscheinlich jetzt am Schluss Rampen seitlich plus, was war es noch, Gravitationsdingsbums. Also wenn das alles miteinander kommen wird, dann im Schatten der Entdeckung. Komm, machen wir mal das. Dann haben wir da auch schon mal ein wenig weitergemacht. Dann können wir in Hogsmeade mal ein wenig erkunden. Da haben wir jetzt ja einige Schlösser zum Öffnen. Das wird noch sehr fantastisch werden, um dort den besten Loot, so hoffe ich, noch rauszuholen. So, rauf. Dann einmal hier hinunter durch die große Tore. Ja. Dann einmal, das war Verwandlungshof, genau. So, wieder hinein. Warum ergreifen Schüler die Flucht, wenn Pilze Spaß zu haben versuchen? Getötet! Wir haben einen Tepulso-Raum. Sage ich jetzt nicht nein. Mal schauen, was wir hier kriegen. Schon. So. Getötet! So. Akio! Ich meinte... Also einfach... Den hier kommt mir jetzt einfach so jetzt gerade ganz verdächtig bekannt vor. Getötet! So. Was hätte ich denn... War das nicht das erste? Das sehe ich jetzt gerade nicht. Getötet! Akio! So. Incendio! Getötet! Akio!
Incendio! Getötet! Dort oben. Die ist ja schon geöffnet. Das ist... Ja, natürlich, das ist die... Oh. Natürlich, das... Aber wieso habe ich dann im ersten... So, komm jetzt. Ja. Ja, das... Ich bin so doof. Was mit den dunklen Künsten? Hä? Habe ich jetzt gerade was verpasst? Natürlich, das... Oh, ich bin so... Aber wenigstens haben wir noch die übersehene Kiste, ne? Aber ich... So. Gehen wir in die Krypta. Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Revelio! Keine Ahnung. Was haben wir da? Ja, das ist ja nur das, was wir etwas rausgeholt haben. Also, Sebastian. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Ich denke, wir sollten es ihm schon sagen. Wir müssen es ihm sagen. Durch ihn haben wir das Buch gefunden. Und er sollte wissen, was du erfahren hast. Du weißt, wie sehr er die dunklen Künste fürchtet. Ich sage es ihm, sobald ich das Relikt gefunden habe. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner! Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Sebastian. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß zu schätzen, dass du mich einweihen wolltest. Aber die Suche nach dem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Okay, was ist denn passiert? Ich weiß, dass seine Eltern tot sind. Aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden,
Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Ja. Einige Stellen aus dem Buch, die Sebastian erwähnt hat, machen mir Sorgen. Ich bin froh, dass du das verstehst. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Werde ich machen. Ich würde mich freuen. Vielleicht können wir zusammen ihm noch ein wenig Vernunft geben. Gratio! Gepinto! Confringo! Was ist das? Gratio! Gepinto! Ah, einfach was man noch zerstören kann. Okay. Holzstück noch auf die Seite geworfen. Es ist kein Lift. Gratio. Nun ja. Also, Weltkarte. Das wäre Freund und Sünden. Triff dich mit Poppy Sweeting. Boah. Da haben wir noch eine verborgene Seite. Da haben wir noch gar nichts. Okay. Einen Drachen. Jetzt meinte ich Schnabel und Brut. Verworrener Netz. Nach seiner Freundin sieht. Aber was war dann der Auftrag, den ich jetzt im Kopf habe? Ach stimmt, den alten Herrn noch zu finden in Hogsmeade, genau. Testral-Männchen, Zuchtgehege. Ja, dann machen wir doch das ganz einfach. So, Hogsmeade. Bitte hierhin. So, dann. Also. Winterwunder. Ah, und stimmt, wir können ja jetzt sämtliche Schlösser knacken. Rebellion! Ja. Das gibt da einiges Hallo, für uns. Wie schön, Sie zu sehen. Hallo. Hallo, Homora. So, hier war's. Tada. Schon wieder eine Tür geknackt. Rebellion. Salazar Sullivan. So. Oh, Sammlung. So Katzendinger. So.
Das ist auch kein Wunder, dass das hinter einem Stufe 3 Schloss verschlossen wird. Hey, schon haben wir ihn. Verzeihung, Sir. Zu den seltsamen Demigeist-Statuen, die ich gesehen habe. Was? Wer sind Sie? Warum fragen Sie? Sie verursachen Mr. Moon schreckliches Leid. Ha, gut, das war der Plan. Also, sind Sie von Ihnen? Ich? Ja, schon. Damit wollte ich diesem armseligen Trampel Moon einen Hauch des Leides bereiten, das er mir vor Jahren zugefügt hat. Und Sie haben sie wieder entwendet. Genau. Auf Bitte von Mr. Moon. Ich habe Ihre Eule erhalten. Auf Ihrem Briefpapier. Nun ja, es passt zu Moon, sich von Schülern helfen zu lassen. Zu feige, um es selbst zu tun, hat sich kein bisschen verändert. Selbst in der Schule war er ein feiger Tyrann. Er gab mir einen fiesen Spitznamen, den ich nicht wiederhole. Ich war froh, als er die Schule verließ und aus meinem Leben verschwand. Doch dann sah ich ihn wieder in Hogsmeade. Das war zu viel. Auch wenn es mich mit Genugtuung erfüllt, dass aus ihm bloß ein einfacher Hausmeister geworden ist. Mr. Moon tut so viel für die Schule. Und er hat mich viel gelehrt. Er hat Angst vor diesen Statuen. Ich weiß, Sie hätten sein Gesicht sehen sollen, als der Irrwicht erschienen ist. Unbezahlbar. Da wusste ich, was zu tun ist. Ich wollte ihn einfach nie wiedersehen. Also habe ich ihm einen Irrwicht vor die Nase gesetzt, um seine größte Angst herauszufinden. Dann habe ich die Demigeist-Statuen erschaffen, um ihn in die Schranken zu weisen. Die Monde sollten auf seinen Namen anspielen. Das hat wunderbar funktioniert, bis sie anfingen, die Statuen zu beseitigen. Er gefühlt aber auch nur die Monde der Statuen. Die Statuen sind eine Art Schikane. Sie sind nicht besser als er. Vielleicht sollten sie beide aufhören. Ach, da ist was dran. Wenn er sich so vor ihnen gegraut hat, wie sie sagen, hat er seine Lektion vielleicht gelernt. Ja, vielleicht. Ich denke hoffentlich auf sicherlich. So. Hallo, Homura. Kein Problem. Hier. Ah. Ach. Natürlich. Einmal ganz rum. Plüsch. Okay. Oh. Große Truhe. Hoffentlich besser. Revelio. Immer diese unidentifizierten Sachen. Jodele. Das haben wir aufgeschlossen. Dann. Hier hinten war schon alles offen, genau. Dann meinte ich, das Gehege müssen wir ja noch. Müssen wir hier noch einkaufen. Da sollten wir ja auch einiges schon haben. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Okay. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Niffler, Knuddelmuff. Dann war es im Schreiberling, genau. Dort müssen wir die Beschwörungsformel herholen. Aber dass die Katze so im Schnee liegt, das ist unrealistisch. Da hat wohl noch nie jemand eine Katze gehabt.